Ja, hallo ihr Lieben, das ist nämlich mein Paterapport, Beziehungscoach, der Kurspsychologe, mit meinem lustigen Videovlog hier wieder. Vielleicht sehen wir uns ja morgen in Wien oder nächste Woche in Köln auf der Liebeschiff-Party. Schaut gerne mal mein neues Buch rein, Langlebe die Liebe, über erfolgreiche Langzeitbeziehungen. Ja, es gibt auch Beziehungen, die länger als 6 Monate gehen. Und heute werden wir mal eine etwas kompliziertere Dating-E-Mail angucken. Könnt auch gerne ein bisschen mitraten, was diese Person wohl machen kann. Und genau, letzter Punkt noch. Wir haben so eine Jubiläumsaktion anlässlich von 10.000 verkauften Modul 1, mein Signature-Kurs und Programmierung des Liebeschips, haue ich so 100 Kurse zum alten Preis raus. Auch die Kombi-Modul 2 könnt ihr auf liebeschipp.de finden. Braucht ihr keinen Code für. So, Nachricht von Karin Escola, und sie schreibt, hallo Hemschi. Ich habe all deine Kurse gemacht, deine Videos helfen mir sehr. All meine Kurse gemacht, alle 25 Kurse, die ich habe. Gibt übrigens auch ein Paket von wirklich allen Kursen. Dann wird es natürlich viel billiger, auch die Mentalheldkurse. Aber gut. Tatsächlich. Gut, deine Videos helfen mir sehr, einen gesunden Umgang in Beziehungen zu finden. Ich bin seit 2 Jahren Single, Ende 30, und habe mir ein echt nice, geiles Leben aufgebaut. Und Trennungskompetenz gelernt. Das ist ja schon mal viel wert. Es gibt ja so einen bestimmten Weg. Also häufig, der Weg von den meisten geht so über krasser Pluspol, liebessüchtig. Dann ja, lernt man so dieses Standards- und Dealbreaker, Trennungskompetenz. Und dann wendet man sich so letztlich eigentlich so der häufig dann auch vorliegenden eigenen Bindungsangst zu, wenn man erstmal bindungssichere Leute daten soll oder datet dann auch mal selber Pluspole. Ich denke, es wird auch relativ klar, wo du hier stehst. Es ist trotzdem gar nicht so einfache Situation hier. In den letzten 2 Jahren bin ich immer am Anfang vom Dating wieder ausgestiegen, weil ich Verhaltensweisen erkannt habe, die toxisch manipulativ sind oder der Mann nicht richtig into me war. Jetzt seit ich seit ein paar Wochen jemanden und es kommen schon die ersten Bauchschmerzen auf. Ja, sonst würdest du mir wohl nicht schreiben, ne? Ich bin mir auch nicht sicher, ob es an mir liegt oder echt ungesund ist. Zum Ersten, er ist ein ziemlich normaler Mensch. Oh Gott, das muss ich mir schon wieder halb übergeben hier. Genau, was mir sehr gut gefällt, er hat einen Job, er mag eine Wohnung. Nee, er hat einen Job, den er mag, eine Wohnung, einen Sozialkreis, gutes Verhältnis zu seiner Familie und Hobbys, die wir zum Teil teilen. Okay, wir haben erst länger geschrieben, war einfach nur super witziger Austausch. Jetzt sehen wir uns seit circa 3 Wochen, 2-mal die Woche. Das ist ja auch mal noch gar nichts, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Eigentlich sollte man überhaupt gar nicht an den Punkt kommen, wo man mir schreiben will, aber gut. Am Anfang hat er kurz Panik geschoben und musste nochmal klarstellen, dass er gerade nichts Festes sucht, da er seit einem Jahr Single ist und das noch ein wenig beibehalten wollte. Ja, gut, heute ist das ja scheinbar Standard, aber ich würde euch eher empfehlen, wenn ihr selber eine Beziehung sucht, natürlich jemanden auch zu daten, der auch eine Beziehung sucht. Aber gut, das scheint jetzt mal hier mal einmal, glaube ich, nicht so Thema gewesen zu sein. Aber gut, ist auch wieder so eine heute scheinbar recht typische Unklarheit. Na gut. Es war aber ziemlich schnell klar, dass er ziemlich schnell mehr Interesse hatte und dass ein kurzer Moment von Panik war. Jetzt will er eigentlich schon in einer Beziehung sein und ich meinte, wir könnten gerne in 3 Monaten nochmal drüber sprechen. Exklusiv sind wir schon, aber ich will das langsam angehen. Nicht, dass ihr euch so beide versucht, in Langsamkeit zu überbieten, ne? Also man sagt zwar immer, you can't enter too slow into a relationship, also man kann gar nicht zu langsam in eine Beziehung kommen, aber manchmal denke ich, vielleicht kann man schon zu langsam reinkommen. Aber gut, nur mal so als Gedanke. Jetzt zum Unbehagen. Er ist meiner Meinung nach viel zu verliebt. Warte, muss ich mal kurz. Ja, ich muss einmal ein bisschen drüber lachen, weil es ist witzig, ne, wie man Leuten, die man hinterherrennen muss, dass man da, alles ist gut genug und die dürfen scheiße aussehen und alles ist scheiße, aber trotzdem läuft man denen hinterher. Und wenn dann jemand mal will, ist auch wieder nicht richtig, ne? Das ist echt funny auf eine Art, ne? Aber auch irgendwie auch nicht funny, ja. Naja. Aber gut, ich sage ja auch immer,
Ist schlecht, wenn der Mann die Frau überholt, was so Verliebtsein angeht, ne? Ist immer nicht so gut. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass die Männer mehr meine Datingkurse machen, aber na gut. Er überschüttet mich mit Komplimenten. Alles, was ich im Bett mache, ist das Beste, was er jemals gespürt hat. Also die geilste Cola vor der Wüste. Okay, in seiner letzten Beziehung ist das auch etwas zu kurz gekommen. Ich bin unglaublich sexy, schön, unglaublich cool. Ja, aber ist das nicht was Schönes? Ist das nicht, heißt das nicht, dass er einfach richtig verknallt ist? Also vielleicht ist er ein bisschen pluspolig, vielleicht ist er ein bisschen sehr verknallt. Es gibt übrigens auch so einen Verliebtheitstest, ob man zu verliebt ist, auf meiner Webseite. Vergesse ich mal wieder zu erwähnen. Soll ich für Newsletter anmelden? Ja. Gut, also eigentlich ist ja was Schönes, ne? Aber naja, gut. So, ist alles natürlich sehr angenehm, aber ich bin auch einfach ein normaler Mensch. Ja, aber das ist das nicht das Wesen von Verliebtsein, dass man dem anderen das Potenzial sieht, was er idealerweise sein könnte? Ich meine, du wirkst jetzt nicht so verliebt, ne? Das gefällt mir schon im ganzen Prozess nicht. Also mir ist immer am liebsten nur von der Polarität her, ne? Ich meine, das ist alles okay, aber das ist wieder sowas. Das wird ja mir immer wieder unterstellt. Ich hätte ja keine Ahnung. Aber das ist wieder genau so ein Fall, was ich immer gerne vermeiden möchte, dass die Frau sich langsamer verliebt als der Mann. Deswegen sage ich den Männern auch immer, Leute, nehmt Tempo raus. Ne? Ihr könnt ja, ist ja auch gut, wenn man sagt, hey, ich will dich und ich finde dich toll. Aber versucht nicht, die Frau recht zu überholen irgendwie. Ne? Das funktioniert nicht. Ne? Das ist wieder das Gleiche. Ne? Ich habe Angst, dass er mich auf einen sehr hohen Thron setzt, von dem aus ich sehr weit fallen kann. Ja gut, das muss ja nicht dein Problem sein, ne? Also, warum ist das dein Problem? Man fühlt sich ja unter Druck gesetzt, dann wäre es dein Problem, ne? Aber ich verstehe schon, was du meinst, ja. Er kümmert sich über um Dates. Oh. Ist doch geil, ne? Sagen immer alle Frauen, sie wünschen sich das und dann macht es mal einer. Ist auch wieder nicht richtig. Ja. So. Also bei dir ist sicherlich auch ein bisschen Thema, vielleicht hast du auch so krasse Minuspole vorher gedatet, dieses Gewöhnen an eine sichere Beziehung, ne? Das ist auch ein bisschen Thema hier. Man muss sich echt dran gewöhnen, ne? Sonst bleibt man immer wieder beim Alten, ne? Aber gut, es gibt glaube ich noch ein paar mehr Turns hier. Ist nicht beleidigt, wenn mein Leben gerade sehr voll ist und ich nicht immer Zeit für ihn habe. Also man merkt auf jeden Fall absolut, dass du Minus bist. Ne? Sagen wir mal so, dass du für die Distanz sorgst. Aber da gibt es ja auch kein besser oder schlechter. Wenn einer so viel Nähe will, dann, ich meine, das wollen wir nicht unbedingt nach 3 Wochen haben. Nach 3 Wochen hätte ich euch in der richtigen Beziehung einfach beide Hals über Kopf verliebt, dass solche Fragen gar nicht aufkommen. Ne? Also vor 6, 7, 8 Monaten will ich das eigentlich gar nicht haben. Ne? Solche Gedanken. Von daher, vielleicht ist er auch zu plussig, weil also entweder du bist so und du drückst ihn ins Plus oder er drückt dich ins Minus oder beides. Das ist übrigens auch alles Thema im Modul 1. So, also er kümmert sich um Dates, ist zuverlässig, er interessiert sich für mich. Ach, hatten wir schon alles. Er hat an dem Tag, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, mit seinem Flingschluss gemacht. Also stellen wir einfach nur fair fest, Warmwechsel, könnte wetten, haben wir es hier diskutiert, könnte wetten, dass es Online-Dating ist. Da sind die Leute halt auch scheinbar immer nie so richtig Single. Ich weiß auch nicht, ist das so? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber gut, so ist das, ist natürlich nicht verboten. Ne? Hat sie eine Woche später vom Online-Dating, da haben wir es ja schon, das Online-Dating, ja, abgemeldet und mir das dann auch gesagt. Er bleibt, also ist auf jeden Fall nichts falsch dran, ne? Er bleibt in den Osterferien in der Nähe, weil ich nicht weg kann und es ihm das gerade wert ist. Grundsätzlich völlig in Ordnung, wenn er jetzt aber, sag mal, einen gebuchten Urlaub deswegen sausen lässt, würde ich das doch sehr pluspolig finden. Das ist auch immer so, was ich auch mal sage, ihr sollt keine krassen Minuspole daten, sollt aber auch keine krassen Pluspole daten. Erstmal können die auch sich sehr toxisch verhalten, die können auch gehäuft fremdgehen und die machen manchmal auch eine blöde Beziehungsdynamik so, ne? Aber wie gesagt, das ist schwer hier so genau auf den Punkt zu bringen. Könnte auch einfach ein netter Kerl sein. Also triggert er in dieser Hinsicht gar nicht meine bekannte Verlustangst, weil er sehr klar signalisiert, was er will. Das sage ich ja immer wieder, also vor allem in meinem Verlustangstkurs. Verlustangst entsteht mit einem Partner, der die Tür zuschlägt. So, ne? Du hast mit einem Partner, der
emotional offen ist, was der hier eindeutig ist, so, warum sollst du Verlustangst haben, ne? Just doesn't fucking happen, ne? So, und von daher, wenn ihr Verlustangst habt, guckt nicht nur bei euch, guckt auch, ob der Partner vielleicht einfach so ein unsicherer Kantonist ist, ne? So, die Beziehung davor ging 6 Jahre lang und auf der anderen Seite fängt es jetzt schon an, dass er mich subtil runterzieht. Oh, sind wir ja mal gespannt. So, hättest du diese Hose angehabt beim ersten Date, wäre da nichts passiert. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, wer das sagt. Das ist natürlich auf jeden Fall ein sehr... sagst du das jetzt oder sagt er das jetzt? Weil ich kann mir gar nicht glauben, dass er das jetzt sagt, wenn er so plussig unterwegs ist. Also wenn er das sagt, ist das schon sehr merkwürdig, muss ich zugeben. Ich wollte nicht gerade, ob er oder sie das sagt. Okay, wenn du die Worte so aussprichst, das geht gar nicht und ist einfach nur falsch. Ich habe beim ersten Lesen habe ich so gedacht, ob sie das sagt, aber jetzt glaube ich doch, dass er das sagt. In Klammern, ich bin auf mehreren Kontinenten aufgewachsen, habe in vielen Städten gewohnt. Ja, freut mich, schön für dich und habe von jedem was mitgenommen. Ja, scheinbar sagt er das. So, das ist natürlich nicht so cool, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Die Art und Weise, wie du Kaffee machst, ist absolut falsch und da wird sich jeder Italiener im Grab umdrehen. Also das passt überhaupt nicht zusammen, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn ich das richtig sehe, dass er das alles sagt, ist das leider wieder frühe Kritik und absolut big fucking red flag. Kann ich anders sagen. Tut mir echt leid. Also es ist, würde ich jetzt fast wieder sagen, das Schlechte aus beiden Welten. Scheinbar ist er teilweise, aber es gibt auch, eigentlich ganz schön mal sowas hier zu sehen, es gibt auch Leute, die sehr pluspolig rüberkommen und total toxisch sind. Ne? Also ich will das jetzt ihm nicht zuschreiben, aber könnte so ein Fall sein, weil das ist schon sehr verwirrend, sehr verwirrend und auch nicht konsistent. Und wir wollen ja im Dating immer Konsistenz haben. Ne? Es ist nicht konsistent und ist wirklich auf eine krasse Art nicht konsistent, dass er so viel dich auf den Podest hebt und dich gleichzeitig so kritisiert. Also da, das gefällt mir gar nicht, sag ich ganz ehrlich. Weil das weist doch hin auf Strukturen, die vielleicht nicht so ideal sind. Also wenn mir jemand nach 2 Wochen sagen würde, du, das ist absolut falsch, alle drehen sich im Grab um. Ich würde, glaube ich, jetzt auch nicht sofort gehen oder so, aber da wäre schon, da wäre so, was soll ich mal sagen, da wäre schon eine ganz große Vorsicht, würde ich schon anfangen, innerlich abzuschließen auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Würde ich, glaube ich, nur noch auf Bestätigung warten, die kommt ja dann irgendwann und das Ganze beenden. So, was kommt denn noch? Als meine Mitbewohnerin meinte, sie schaut jetzt eine Reality-Show, kam, schaust du Reality-Shows? Nein, das würde dich aber sympathischer machen, nicht so unnahbar. Ja, also wo ich jetzt so ein bisschen Fragezeichen habe, ist, also du scheinst, also mit dem unnahbar, also wir haben ja schon gesagt, du scheinst dir definitiv im Minus zu sein, vielleicht bist du auch zu sehr im Minus, also das ist ja völlig in Ordnung, wenn er dir das Feedback gibt, du bist mir unnahbar, so, ne? Also das mit dem, aber gleichzeitig ist immer so eine subtile Kritik drin, das finde ich schon, ist ja nicht, dass er einfach nur sagt, oh Mann, ey, bist mir ein bisschen zu unnahbar oder kann man da was machen, aber sonst ist immer mit so einer versteckten Kritik. Ist schon ein bisschen, schon irgendwie merkwürdig, aber könnt ja mal schreiben, was ihr so denkt in den Kommentaren. Ansonsten finde ich das jetzt nicht ganz so, aber das ist natürlich, das ist ja nicht nur ein Satz, das ist ja auch, die wollen ja die Struktur erkennen, ne? Naja. Wenn ich das dann anspreche, was eigentlich gerade mit ihm los ist, also gut, können wir jetzt mal davon ausgehen, dass er das sagt, dass es weder richtig noch falsch gibt, das darf man heutzutage nicht sagen, dass es nicht richtig und falsch gibt, sondern nur anders. Nee, wir müssen heute alle die gleiche Meinung haben. Nein, Spaß. Und ob er damit sagen will, dass er mich unsympathisch und unnahbar findet, finde ich total gut, dass du das zurückgibst. Habe ich das richtig verstanden, dass du das und das
sagen wolltest. Das ist eine sehr gute Technik. Also überhaupt eine super Technik, wenn man so irritiert ist, nicht zu sagen, oh, du bist ein Schwein und wie kannst du nur, sondern hab ich das richtig verstanden? Also mit einer Gegenfrage kommen, das finde ich richtig gut übrigens, das finde ich richtig gut. Also, was er mich unsympathisch und unnahbar findet, ist jetzt schon dreimal gekommen, das habe ich nie gesagt. Oh, das. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, das zieht für mich die ganze E-Mail total runter. Weil das, also, das habe ich auch diverse Mal in meinem Leben gehabt, wenn Leute was sagen und du sprichst sie drei Stunden später darauf an und dann sagen sie, das habe ich nie gesagt, das finde ich einfach fucking disgusting. Also, es ist, glaube ich, sogar häufig so, dass die Leute das wirklich selber glauben, ne? Aber damit, wie soll man mit so jemandem eine Beziehung aufbauen, wenn der, was weiß ich, das hatten wir ja neulich schon mal, dann so, soll man jetzt die Flüge buchen und dann ja, und dann buchst du die Flüge und dann nächsten Tag, nee, das habe ich nie gesagt, den kannst du bezahlen, spinnst du, habe ich nie gesagt, boah, nee, das. Also das zieht das Ganze doch leider sehr ins Negative jetzt hier wieder. Naja. Das lasse ich schon mal gar nicht durchgehen. Ja, also finde ich total richtig. Also kann ich dich nur unterstützen. Und wiederhole seinen Satz 1:1 und sag, O-Ton, das hast du gerade gesagt. Wozu er meint, das habe ich aber nicht so gemeint. Bist du wirklich so unsicher, dass ich sowas verletzt? Ah, nee, sorry. Okay, jetzt bin ich doch irgendwie richtig raus. Also jetzt muss ich sagen, bin ich doch sehr anti. Nein, das finde ich überhaupt nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Nee, also du weißt ihn zurecht. Und plötzlich ist deine ganze Unsicherheit und Pluspoligkeit ist weg und dann musst du erstmal verbal einen runterhauen. Also das finde ich super unreif und sehr toxisch, also irgendwie auch toxisches Verhalten, muss ich wirklich sagen, ne? Das muss ich echt sagen, ne? Und dann, also dann dich klein zu machen. Also sorry, ich muss leider sagen, vielleicht will das Universum dir nochmal eine Runde drehen lassen. Das so ist ja auch erst 2 Wochen, ist ja überhaupt nicht schlimm, dass du so einen kleinen Manipulator zurückweist. Man muss es öfter machen, bis das Universum sicher ist, dass wir es verstanden haben. Aber finde ich sehr unsexy. Muss ich, also das finde ich sogar noch schlimmer als, habe ich nie gesagt, dieses, was stimmt denn mit dir jetzt nicht? Hä? So, das bist du so eklig, ne? Was bist du denn, wieso fragst du denn jetzt nach, bist du unsicher oder was? Ne? Oder denkst du das vielleicht, ne? Oh, nee, ey. Und damit bin ich dann raus. Ja, ich kann nicht da nur, man merkt auch, was du gelernt hast aus den Kursen auch. Und ja, man muss es halt dann auch üben. Das machst du ja hiermit. Und ich kann dich dann nur unterstützen, ne? Das ist sehr, sehr, ich meine, also das Letzte, was ich jetzt vorgelesen habe, ist eigentlich ein Red Flag. Also da kann ich jetzt auch nichts Positives mehr zu sagen. So, ne? Okay, ist dann doch wieder ziemlich eindeutig. Na gut. Wozu er dann meint, ich habe es nicht so gemeint, bist du wirklich, also hatten wir schon, und dann bin ich dann raus, habe ich gar keine Lust mehr, ja, absolut. In der letzten Beziehung habe ich ziemlich jetzt toxisches Verhalten mitbekommen, habe mühsam meinen Selbstwert wieder aufgebaut. Erniedrigung kenne ich von meinem Vater, ja, dann weißt du ja, woher dieser Anziehungspunkt kommt, und du bist ja auch an einem super Punkt, wenn du jetzt da rausgehst, also ich finde so unter 3 Wochen kann man kaum kommen, also irgendwann hat man natürlich dann, ihr könnt dahin kommen, dass ihr eure Anziehungspunkte komplett eliminiert und dass ihr einfach solche Leute auch gar nicht mehr anzieht. So, aber so, es gibt so einen Punkt, wo man immer schneller drauf kommt, wie man da wieder datet. Und 3 Wochen ist so ein bisschen die untere Grenze, weil du musst einfach ein paar Dates haben, um so klar zu kommen. Und auf den ersten Dates wird ja auch viel geschauspielert. Und also bist du schon super dabei, aber da will ich jetzt auch, und denk dir mal dran, wenn man sich unter 3 Monaten trennt, viel weniger Liebeskummer. Also das ist leider, also ich würde einen Haken dran machen, das tut mir schon, also ich habe mir das damals, als ich in der Zeit war, war ja auch durch ähnliche Prozesse gegangen, also ein so ein Ding im Dating-Prozess, eine Red Flag, also sofort raus, ne? Da musste ich mir auch mühsam erarbeiten, aber waren die anderen auch immer total schockt, wenn ich dann gesagt habe, okay, nee, das war jetzt drüber raus, das war's, alles klar. Muss man auch nicht unhöflich sein, kann man noch, was weiß ich, kannst du ja noch schlafen bis morgen früh. Und dann war's das, ne? Sind viele Leute nicht gewohnt, aber sorry, wenn man sich scheiße benimmt, muss man, man hat ja auch eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber irgendjemand, muss das ja diesen Leuten mal sagen, dass es nicht in Ordnung ist, ne?
Ich bin nicht mehr bereit, mich von jemandem runterziehen zu lassen. Absolut, das mal jetzt mit runterziehen. Okay, ja, bin ich ganz bei dir. Allerdings weiß ich auch, dass mein Selbstwert nicht immer super stabil ist und dass ich Dinge schnell persönlich nehme. Nee, das ist genau das Problem, ist eine super E-Mail, weil wenn du das immer als Kind erlebt hast, als Tochter, gewöhnt man sich dran, das normal zu finden. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt ja in meiner Community, der das hier normal findet. Und auch man selber hat dann so Schwierigkeiten. Also von außen für andere ist es sowieso mal leichter, also für sich selber. Aber dann irgendwo weiß man schon, okay, das ist jetzt asoziales Verhalten. Aber weil du nicht diese Emotionen dazu hast, die muss man sich halt erarbeiten, ne? Ey, wie kann der nur? Und das war's. Also diese Kälte, von der ich auch immer rede, fühlt sich das so komisch an, weil man es halt, sag ich immer, wie so ein Loch in der Aura, was in der Kindheit entstanden worden ist, ne? Ist eigentlich, eigentlich eine sehr interessante Mail, was das angeht, ja. Und vielleicht ist da auch was dran, dass ich so unsicher bin, dass mich so etwas so stark verletzt. Ja, willst du jetzt zum Stein werden oder so? Ich meine, also es verletzt dich und du ziehst daraus deine Konsequenzen, ne? Und also natürlich finde ich es in Ordnung, mal so eine kleine Schleife zu laufen zu lassen. Bin ich da jetzt zu hart? Aber du übernimmst da die Arbeit von deinem Partner, der sollte mal über sich nicht nachdenken, ne? Hilfe, ist es einfach so, dass nicht jeder Mensch perfekt ist? Nee, also das brauchst du nicht akzeptieren. Also das kann ich dir ganz klar sagen. Oder es ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg, wo ich frühzeitig erkennen muss, auszusteigen. Na, das gucke ich doch mal in meinem Buch nach hier. Also was haben wir hier für Parameter? Ende 30, so 2 Wochen. Dann haben wir hier... bisschen Gaslighting, bisschen Lovebombing. Okay, was haben wir noch? Warmwechsel. Warte mal, gucken wir mal unter Warmwechsel das Ganze. Und dann haben wir noch verbal, haut verbal um sich. Nö, kannst du werden. Ist alles in Ordnung. So, vielen Dank. Bitte sehr, gern geschehen. Wenn du auch solche Fragen hast, kannst du über ein Formular auf liebeschip.de ausstoßen. Ich bin heute nicht ganz in Form, ey. Irgendwie habe ich was Falsches gegessen. Genau, dann würde ich mal sagen, vielleicht sehen wir uns in Wien oder in Köln. Und für die anderen, vielleicht sehen wir uns woanders mal. Und hoffe, ich habe das noch einmal über die Bühne gebracht. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao.